In den Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazakrieg ist heute in Katar eine wohl entscheidende Verhandlungsrunde geplant. Vertreter Israels, der USA und Ägyptens wollen dort unter anderem zusammenkommen. Eine Sprecherin des Weißen Hauses in Washington sagte, die USA wollten ein Ende des Krieges und eine Freilassung aller Geiseln erreichen. Die Terrororganisation Hamas wird nach derzeitigem Stand nicht teilnehmen, will sich aber über Vermittler über den Verhandlungsstand informieren lassen. Grundlage für die Gespräche ist ein mehrstufiger Plan des US-Präsidenten Biden. Er fordert eine 6-wöchige Waffenruhe, die Freilassung der israelischen Geiseln und den Rückzug israelischer Soldaten aus bewohnten Gebieten des Gazastreifens. Unterdessen ging die israelische Armee weiter gegen die Hamas im Gazastreifen vor. Mehr als 40 Luftangriffe auf terroristische Infrastrukturen wurden nach eigenen Angaben während des gestrigen Tages ausgeführt. Palästinensischen Angaben zufolge starben dabei mindestens 14 Menschen. Es gab zahlreiche Verletzte, unter ihnen auch viele Kinder. Zudem starben bei israelischen Angriffen im Südlibanon nach offiziellen Informationen 3 Menschen. Ich erwarte nicht viel von den Verhandlungen. Wir haben, was das angeht, bislang schlechte Erfahrungen gemacht, sagt dieser Palästinenser. Immer wenn es konkret wurde, kam Israel plötzlich mit neuen, überzogenen Forderungen. Die Bemühungen um Frieden, eine äußerst brüchige Angelegenheit. Wir lassen uns das jetzt einordnen von unserem Korrespondenten Christian Limpert in Tel Aviv. USA, Katar und Ägypten sollen also zu diesen Verhandlungen auch gedrängt haben. Für Israel wird der Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad erwartet. Von der Terrororganisation Hamas ist aber, wie soeben gehört, niemand direkt dabei. Bringt das dann überhaupt was? Ja, es bringt was. Wir müssen sehen, dass die Hamas ja in Doha, also in Katar, ohnehin sozusagen ansässig ist. Und die Hamas hat ja im Vorfeld der Verhandlungen auch gesagt, dass man sozusagen in der Nähe sein werde, in Kontakt mit den Verhandlern, also Ägypten und Katar in dem Fall, um zu schauen, ob sich die israelische Position verändert hat, ob es schlechtestenfalls neue Forderungen gibt oder aber ob die israelische Seite für die Hamas Zugeständnisse macht, auf deren Basis man dann doch Verhandlungen starten könnte. Wie genau hat die Hamas denn diese Absage, sage ich jetzt mal, begründet? Die Hamas sagt, dass Israel, insbesondere Netanyahu, zum einen nicht wirklich an einem Waffenstillstand, an einer Feuerpause interessiert sei und wirft eben vor, dass die israelische Seite den Vorschlag von US-Präsident Joe Biden, dem man als Hamas ja schon zugestimmt habe, im Nachhinein noch einmal geändert habe, nachträglich noch Forderungen hinzugefügt habe. Im Kern geht es da um die genaue Definition des Truppenabzugs aus dem Gazastreifen. Und das ist eben der Vorwurf an die israelische Seite. Aufgrund dessen möchte man eben zunächst nicht direkt verhandeln. Ja, du hast die Forderung schon angesprochen. Schauen wir doch wirklich auf den Inhalt der Verhandlung. Welche Lösungsvorschläge liegen denn überhaupt auf dem Tisch? Also im Detail ist es nicht bekannt, aber ganz grob sieht der Plan von US-Präsident Biden ja diese 3 Phasen vor. Also zunächst einen Waffenstillstand, einen Austausch der Geiseln und einen Rückzug des israelischen Militärs aus den bewohnten Gebieten. In einer zweiten Phase soll das dann in eine längere Feuerpause, in eine wirkliche Waffenruhe übergehen. Und in einer dritten Phase soll es dann um den Wiederaufbau in Gaza gehen. Die Knackpunkte, die bleiben aus meiner Sicht 2 Themen. Zum einen mal der Rückzug des israelischen Militärs aus bewohnten Gebieten, so heißt es in dem Vorschlag. Und da ist eben nun die Frage, ob Israel bereit ist, zum Beispiel auch aus Rafah, also aus einem bewohnten Gebiet, es sich zurückzuziehen. Das hieße aber auch, dass israelisches Militär den Rafah-Grenzübergang wieder freigeben müsste. Und das wollte Netanyahu bislang nicht. Und der zweite Punkt, da geht es um den Austausch palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen gegen eben diese Geiseln. Und da hat Israel auch von Anfang an klargemacht, dass es bestimmte Gefangene nicht freilassen werde. Und auch da ist die Frage, ob sich hier vielleicht die Hamas bewegt und von ihren sozusagen Maximalforderungen abkommt. Das alles sind nach wie vor große Lücken und wir müssen hier einfach abwarten, ob sich diese Lücken irgendwie verkleinern lassen. Und wie sind die Positionen der restlichen Vermittler? Nun, die Vermittler Ägypten und Katar, aber auch eben die Amerikaner wollen eine Waffenruhe, wollen einen Geiseldeal. Zunächst mal, um natürlich den Krieg im Gazastreifen zu beenden, um dort
humanitäre Hilfe im großen Stil, im großen Rahmen wieder zu ermöglichen. Und natürlich haben beide Seiten auch immer wieder gesagt, durch diese Waffenruhe, durch einen möglichen Geiseldeal, würde man eben die Gesamtsituation nun beruhigen können. Das ist ja auch der Grund, warum der Druck jetzt durch diese drei Vermittler noch einmal so groß geworden ist, weil man eben befürchtet hat, durch einen möglichen Vergeltungsschlag des Iran und der Hisbollah als Reaktion auf die gezielten Tötungen von hochrangigen Hisbollah und Hamas-Führern diese Eskalation, diese sogenannte Spirale der Gewalt nicht mehr aufhalten zu können. Und das ist einfach für die Vermittler der Punkt, jetzt zu sagen, eine Waffenruhe im Gazastreifen würde die Situation zunächst mal beruhigen. Und da hoffen ja auch die USA, dass eben eine erfolgreiche Verhandlung diesen Flächenbrand, wie du es auch gesagt hast, abwenden könnte. Sind denn diese Hoffnungen berechtigt oder wie bewertest du das? Also Hoffnungen sind immer berechtigt. Aus meiner Sicht muss man sich die unterschiedlichen Seiten anschauen. Der Iran könnte, so wie wir das einschätzen, hier tatsächlich auf die angekündigte Vergeltung verzichten, wenn es zu einer Waffenruhe käme. Denn dann könnte man sagen, der iranische Druck, die Drohungen hätten dazu beigetragen, dass eben nun die Kämpfe im Gazastreifen beendet sind. Auch aus israelischer, zumindest aus militärischer Sicht in Israel, wäre eine Waffenruhe zunächst mal hilfreich, weil man einfach nach wie vor ja einen Konflikt an der Nordgrenze mit der Hisbollah im Libanon hat und man einfach nach mehr als 10 Monaten Krieg eine gewisse Erschöpfung feststellt. Das heißt, man hätte eine Möglichkeit, Truppen zu regenerieren, zu sammeln, sich neu zu formatieren. Aber das Ziel Netanjahus bleibt ja eben nach wie vor auch die komplette Zerschlagung der Hamas. Da wird sich jetzt zeigen, inwieweit sich diese politische und militärischen Positionen zusammenbringen lassen. Grundsätzlich, Hoffnung besteht, ja, aber man muss dazu auch sagen, die grundsätzlichen Probleme dieses Konflikts sind während einer Waffenruhe auch nicht gelöst. Sagt Christian Limpert, unser Korrespondent in Tel Aviv, zu den Verhandlungen über die Waffenruhe. Dankeschön.